Obwohl, da hinten kann man gar keinen mehr passieren, also kann ich eigentlich auch die Kurve vorerst abkürzen, oder? Das wäre es wohl. Joa. Soll ich versuchen, auf die Flieger zu gehen? Mhm. Kannst du gerne machen, ja. Weil ich meine, ich bin eh der Schwächste mittlerweile aus euch dreien, weil ihr, also aus uns dreien, weil ihr jetzt diese Teilen Ballisten dabei habt, mit denen ich eigentlich weniger vorhabe zu spielen. Weiß ich gar nicht, ob ich da wirklich so viele Schaden mitmache. Müsste ich zeigen. Okay, ja, eben. Und das Treffen bin ich ja so nicht gewohnt von der Schrot. Ich streute sowieso wie sonst nichts. Da brauche ich einfach in die grobe Richtung zeigen. Also die Fliegeviecher kriege ich ziemlich gut kaputt, ja. Du brauchst, glaube ich, mehr AOE. Ja, wäre vielleicht nicht mal so schlecht. Habt einfach auf mich. Renne endlich, meine Güte. Das. Ja, mein Charakter will einfach nicht rennen. Genau. Schieß ihn einfach ab, während ich ihn abschieße. Ja, nur war gefährlich nah am Kern. Tut mir leid, aber. Der hat auf mich gezielt. Und ich hatte gerade auf den, naja, gefokust und da meine Schüsse drauf gezogen. Oh Mann, ich hab mich finishen können. Tja. Weil du immer finishen willst. Killstealer. Elender Dreck. Killstealer. Diese Ausdrücke heute. Aber irgendwie hat er recht, ne? Ganz ehrlich, so würde es auch sein, Marc. Die beiden hier machen einfach keinen Sinn hier. Ja. Natürlich, weil man da Blöcke draufstellen kann. Und vor allem auch sich selber. Wir brauchen doch eh keinen längeren Weg. Also nicht zwingend. Wer hat die ab schon wieder auf dem Chart? Irgendeine blöde Frage, wenn du die Antwort eh schon kennst, oder? Ich kenne die Antwort nicht. Einer von euch beiden. Schade, dann bist du wahrscheinlich einfach dumm. Dies habe ich. Ja. Ich habe alle meine Türme verbaut. Fokus. Ich habe auch meine Türme einmal verbaut, ja, alle. So. Alles auf 3? Alles auf 3, oder? Kairos muss noch. Ah, Kairos. Wo steht die? Da irgendwo in der Mitte, ne? Ne, hier vorne. Jo. Gut, dann. Ich habe noch eine Gatling, die ich bauen muss, ansonsten habe ich auch eine. Jo. Na, nächste Runde. So, große Kampfläufer und kleine Kampfläufer. Ja. Auf die großen werde wahrscheinlich ihr gehen. Jo. Ja. Dann werde ich mich ein bisschen um die kleinen kümmern. Ist gut, ich nehme den von links. Ich könnte trotzdem erstmal ein bisschen Feuer drauf packen, ne? Weil dann kriegt er ja trotzdem Schaden. Ist gut. Ja, also ich komme nicht hinter den Einkampf, Leute. Viel zu viel Mobs. Also ich habe hier keine Probleme. Ja, weil du im ersten Runde bist. Zu dir kommen wir auch gleich, Freunde. Bist du schon gleich tot? Ah, ich merk's. Gute Frage. Oh snap, are you okay? Bah, Gesicht. Ja,
Ich finde es ja sehr schön, wie man die kleinen Läufer einfach circlen kann. Die was? Ja. Circlen. Circle. Ah. Den Kreis drehen, weil man mit den Explosionsschlitzschossen die gerade weit genug von einem abhält, dass die einem keinen Schaden machen. All clear. Wow. Ich glaube, diesmal habe ich wieder nicht gefunden. Ach ja. Aber ich habe diesmal wenigstens locker am tödlichsten gekriegt. Ich liebe es, wie die Schwierigkeiten der Runden einfach keinen Sinn ergeben, ne? Ja. Ja, ich sag ja, die erste ist schwer, die zweite ist einfach, die dritte ist so mittel und die vierte ist wieder schwer. Was siehst du gerade? Ich will hier den SCP hinstellen. Okay. Ist das da gut oder eher an die innere Ecke hier? Mach durch. Ne, ich frag grad Markus. Ach so, ja. Komm mal, die Ecke lieber? Ja, die innere. Stimmt, die innere macht da mehr Sinn, ja. Nee, dann kann man den Rahmen upgraden. Kann man nicht. Aber. Man könnte die theoretisch wenigstens zum Teil upgraden, wenn man die wollte. Ja. Ich baue da mal hinten den Weg was weiter, ne? Mhm. Alter. Da, Blöcke. Ja, ich kann mich nur dezent auf die kleinen Viecher konzentrieren, aber ich kann die alle anzünden, dann kriegen die gut Schaden, ja. Ins Boot mit, ja. Ich weiß nicht, gehe ich auf die Gruppe oder gehe ich auf die Schweber? Das ist schwierig. Denk Gruppe. Vor allem, ich werd mit den normalen Raketen reinschießen, weil die Homing-Raketen da keinen Sinn mehr geben bei den kleinen. Ja. Aber die ergeben da sind, weil die mit Feuer flicken. Nein, das sind Sprinter sind das. Oder ja, sind das war mir klar. Oh, komm. Ich verschwebe. Wie treffe ich sie? Nope. Komm hier, keiner von denen kommt hier wirklich durch, ne? Jo, sieht gut aus. Die Schweber kommen durch. Ja gut, die Schweber stehen aber auch raus, die kann man gut abschießen. Außer nur weil der Fokus drauf ist, sind die ja auch kaputt. Ja, wenn er mal drauf geht. So, der geht immer am ersten. Sobald sich einer von denen umdreht, habe ich die Ehre fort. Ich mach jetzt immer 1000 Schaden pro Schuss, wenn ich die an der Schwachstelle treffe. Ja. Aber der Turm ist weg. Was war, ja? Ja, so kleine Dinge. Gut, Mutter. Was ist der ganze Minen? Wow. Das ist meine Waffe nicht geeignet. Ja, Kleiner, halt den Schweber auf. Okay. Nice. Oh, die Mutterschweber. Muss gucken. 2. Mhm. Und 15 Schwämme. Also die Schwämme können Markus und ich wahrscheinlich sehr gut machen. Jo, ist gut. Aber die Mutterschweber kann ich wiederum nicht so gut machen. Die können wir beide nicht so gut. Alle drei. Aber warte mal, wir haben noch nicht mal 15 Türme und das ist schon ein Endboss? Jo. Geht schnell, oh, ne? Na, das ist ungewöhnlich. Jo. Normalerweise overchargen wir 5 Runden lang. Wir kriegen auch immer nur 200 Punkte, das ist wenig. Gatling könnte noch. Na, wohl die kriegen nicht. Du hast noch 2 Blöcke und den Rest können wir also eigentlich. Wollen wir einfach die Amp overchargen für den Rest oder? Ja, ich würde schon sagen. Ach dir mal. 38, ja. Wo liegen nicht die Minen aus?
Direkt am Kern. Okay. Okay. Also wie machen wir das? Dass Markus und ich uns ein bisschen primär auf diese blöden Kampfläufer, auf die Schwämme. Die Super Soaker. Ja. Ja, können wir machen, genau. Das ist die Taktik, so. Mehr Taktik brauchen wir nicht. Schießen, schießen und schießen. Ich finde das schön, wie ich sogar gesagt habe, a queen! Und Ibis, da sind das eigentlich zwei. Ja, gegen die kann ich nicht so ausrichten, außer sie aufhalten. Ja, dann lass... Ich weiß nicht. Packt unsere Damage-Zone 15 Schwämme? Nein. Nee. Macht ihr mal und ich versuche die so gut wie möglich hier irgendwie zu beschäftigen. Ich zünd die an, davon kriegen die auch was Schaden. Ja, genau. Leichte Map von wegen. Och, für doch die letzte Welle ist die Map leicht. Ja, die letzte Map hat's richtig in sich. Letzte Runde. Du hast ja keine Ahnung, wie viel Schaden mein Feuer allein schon macht, an der Schwachstelle von denen gerade. Ich habe einfach durchgehende Stärke-Schäden von 4000, 5000 Schaden, durchgehend. Ja, ist doch geil. Mit Schwämmen bist du echt schneller. Ja, ich weiß. Der kommt, haut rein, Türme. Wie viel Leben hat der Boss noch, der fast beim Kern ist? 1000, ne, andersrum, 154, so. Also noch 3/4. Das ist gar nicht gut. Nee. Geh mal mit am Boss. Ja, ich kümmere mich primär um die. Oh Gott, der zweite auch noch. Ja, genau. Greif mich an. Sollst mich angreifen, verdammt. Oh, das hat... Es ist ziemlich knapp gewesen. Ehrlich jetzt? Meh. Wir hatten's halb. Ja, gut. Wir brauchen eine Gauss. Warte mal. Corby hat am meisten Schaden gemacht? Ja, kann gut sein, ne? Nein, kann nicht sein. Doch, kann gut sein. Ich hab den Feuerschaden an den ganzen Viechern gemacht, durchgängig. Oh, eine Volltreffer an, Fresse. Guck mal, Tode an. Tite. Das. So.
versuchen wir es nochmal. Diesmal sollte vielleicht irgendwer eine Gauss mitnehmen. Mhm. Entweder das oder wir kümmern uns um. Ich könnte sie anstatt der ACP mitnehmen, wenn das interessanter ist. Ja, weiß ich, ACP brauchen wir anfangs ja auch. Vielleicht nehme ich die mit. Gauss? Nein, oder? Gauss ist meins. Gauss ist deins. Gut, dann nimm du die Gauss. So, und ich schmeiß die Balliste raus. Mag zwar noch schlecht gut sein, aber. Die Tesla passt irgendwie mehr zum Grundprinzip. Also ich habe das Kampfgewehr gerade in der kurzen Zeit relativ lieb gewonnen. Passt sehr gut zu Reed. Kampfgewehr? Kampfgewehr, ja. Ja, die MP. Hochgeschwindigkeitsschosse. Ne, es ist Zeit, was du freischaltest. Zweit auf da, Kampfgewehr. Jo, gut. Geht doch wie er meint. So hatten wir das nicht, ne? Weil ich meine, gerade Synergie ist für mich sehr, sehr praktisch, ne? Doch ungefähr so, ja. Das Einzige, was ich rausnehmen könnte, ist wirklich Phoenix, aber das will ich nicht. Naja, unterm Strich, du stirbst wirklich kaum. Ja, es liegt daran, dass ich Phoenix habe. Hätte ich Phoenix nicht, würde ich wahrscheinlich ständig sterben. Das ist die Logik. So funktioniert Mats aber nicht. So funktioniert aber Wahrscheinlichkeit. Nee. Ja, nee. In der Realität schon. Psychologie funktioniert so. Also, Gauss. Ja, aber noch nicht. Ich überlege gerade eher, ob ich eine andere. Ja, noch nicht jetzt und noch nicht hier. Noch braucht man das Ding ja nicht. Doch. Was will ich denn anstatt der Phoenix mitnehmen? Explosiven Waffenwechsel? Das habe ich halt überlegt, ob die 2500 Schaden wirklich richtig Sinn machen. Ja, machen sie garantiert. Irgendwann sehen sie das Turmding da. Türme verursachen eine Schockwelle. Ja. Wenn sie Gegner töten, natürlich erst nur, ne? Das machen sie selten bei uns. Nö, das machen sie relativ häufig. Oder nehme ich flinke Hände. Markus, den ich dazwischen funkt. Nee. Ich glaube, ich nehme flinke Hände. Auch Waffenwechsel gut. Während des Nachladens gibt dir 35% Schadenbonus für 5 Sekunden. Ich mache das ja absichtlich mit die Kill des Clown wegen Leichenexplosion. Wenn ich da so einen Schwamm kill, dann haut der ganz schön viel Schaden raus. Ja, gut, ist auch wieder wahr. Das Punkte. Ach komm. Ja, die sind ja sowieso nur vorübergehend. Weil die zweite Runde. Vielleicht sollten wir den Damage so hier vorne aufbauen. Also ja praktisch spielverkehrt leiten, wie was. So ein bisschen um den Kern rum auch, dass der Kern grundsätzlich verteidigt ist. Genau. Das wäre eine Idee. Also das wäre praktisch. Die Frage ist nur, wie Markus dazu steht. Dazu machen. Tüftler. Und dann? So. Es geht halt um eine Kurve, da muss man überlegen, wie man das macht. Na, was wollt ihr immer? Wir wollen die Damage Zone so zu verlegen, dass sie irgendwie spiegelverkehrt den Kern besser schützt. Das heißt eben irgendwo hier so. Das macht doch keinen Unterschied, wo die ist. Ich meine, wenn die am Kern steht, dann sind solche Leute wie der Raketenturm oder so immer noch da, um ständig in Richtung Kern zu feuern. Wir hatten ja jetzt gerade das Problem, dass kein einziger Turm von da hinten bis hier vorne hingeschossen hat. Ja, wir können die schon näher hinlegen, aber es ist egal, wo die ist. Nee. Wir haben hier genügend Platz und es ist keine Restriktion. Es geht um die Tatsache, dass wenn die zum Kern durchkommen, dass dann immer noch Türme in der Nähe sind, die auch Richtung Kern schießen. Ja, das habe ich verstanden. Dann ist ja gut. Die Nähe des Kerns, aber ob es jetzt oben, links, rechts. Das ist egal. Lila, das nicht. Blau. Das ist scheißegal. Prinzipiell geht darum, schon, dass es nicht hinten in der Ecke sein muss, weil die von da aus nicht den Kern erreichen. Eben. Ja. Und hier kann man die über. Zweieinhalb Ecken praktisch leiten. Wenn man die hier auf der Seite eben nur über zwei leiten kann. Also empfinde ich jetzt so als effizienter. Auf
der oberen Seite kann man sich nur drei Seiten decken. Vier, wenn man es drauf andeckt. Dann schräg schon, aber dann geht die Hälfte ja nicht bis zum Kern. Was wird's links? Naja, egal, bauen wir erstmal so. Bisher hat's ja geklappt. Ich finde die Idee mit Damage zum ganzen Abend kennen. Haben wir die ganze Zeit über mich bekommen. Ja, jetzt halt schon, weil wir jetzt diese Überwelle haben. So, wer hat hier den Kanonenturm? Kanonen hat er. Rakete habe ich. Ja, okay. Warum hast du meinen Kanonenturm abgebaut? Weil der im Weg stand. Also passieren wir jetzt hier oder bauen wir den normal um, weil wir haben jetzt die Gauss. Ich würde schon den Damage Zone hier hinpacken, ne? Eben auch damit ja. Gauss und Fokus und was immer wieder hinklotzen, verstärkt werden. Ach ja, ah ja, genau. Na gut, dann mach das mal. Ich bin nicht so Logistik begabt. Prinzipiell hätten wir vielleicht auch gewinnen können, indem wir einfach sämtliche Türme durch Gausses und Foki ersetzt hätten. Ach, was soll's. Ja klar, Foki. Vor allem reicht das eh nicht, wenn wir das so nah hinstellen. Dann haben wir nur zwei Seiten. Maximal. Ja, nicht direkt hier, sondern hier so. Dass die hier. Zu weit weg. Dann kommt allerhöchstens noch ein Raketenturm oder so rein. Und ja, das ist das, was ich meine. Raketenturm, Gauss und Fokus kommen soweit. Und das sind die drei, die wichtig sind. Fokus kommt soweit. Also mit dem Feuerleitturm, ja. Okay. Schau mal, die Standardreichweite von Fokus an, wenn ich ihn hier drauf setze. Warte mal ganz kurz. Standardreichweite sind drei Blöcke Radius. Ja, 3,5. Ja. Und mit der. Also auf Level 1. Eben, und das mit dem Range Upgrade dann drauf, dann ja. Ich werde bestimmt schon so 6-7 sein. Hat dieselbe Reichweite wie der Raketenturm, sagen wir es so, ne? Naja. Ja, für Markus. Jo, machen wir das.